Kopf hoch, Tim. Ihr habt das Volleyballspiel verloren, aber davon geht die Welt nicht unter. Nein, aber es geht um die Meisterschaft. Euch bleibt noch das Rückspiel. Und das gewinnt ihr, wetten? Aber nicht bei so einem parteiischen Schiedsrichter. Der letzte Schmetterball war doch klar im Aus. Das ist doch Schnee von gestern. Konzentriert euch lieber auf das nächste Spiel. Ich glaube, wir haben den Bus mit den anderen abgehängt. Macht nichts, Tim. Die kennen den Weg. Mir wär's lieber, wir könnten den blöden Laster da endlich abhängen. Übrigens, danke, dass ich mitfahren darf. Im Bus wäre es doch ziemlich eng geworden. Hä? Was macht der denn da oben auf der Brücke? Ist der wahnsinnig? Ah! Hören Sie mich? Was ist passiert? Helfen Sie uns! Bitte, helfen Sie uns! Hallo? Hallo? Das kann doch nicht wahr sein. Vielen Dank, dass Sie anhalten. Haben Sie ein Telefon dabei? Sie haben wirklich Glück gehabt. Nur eine Gehirnerschütterung. Das hätte viel übler ausgehen können. Allerdings. Dieser gefährliche Unfug hat in den letzten Jahren leider zugenommen. Häufig sind die Steinewerfer gelangweilte Jugendliche. Hey, der mysteriöse Motorradfahrer hat bereits einen Namen. Das Phantom auf dem Feuerstuhl. Ganz schön aufgemotzt, die Maschine. Wie geht es dir? Schon okay. Bloß ein paar Schrammen. Ich fürchte, die Schule wird wohl eine Weile ohne ihren Sportlehrer auskommen müssen. Super, dann fällt Sport aus. Autsch! Entschuldigung. So war das nicht gemeint. Das hilft. Jedenfalls bei mir. Versuchen Sie es mal. Ach nee. Siehst du was, Tim? Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas finden. Die Spurensicherung ist doch schon da gewesen. Das ist doch der Typ, der letzte Nacht nicht angehalten hat. Bist du sicher? 100 pro. Unglaublich, bei einem Unfall einfach weiterzufahren. Echt mies. Und warum fährt er schon wieder hier lang? Vielleicht wohnt er hier in der Nähe. Oder aber es zieht ihn zum Tatort zurück. Du meinst, er hat was damit zu tun? Aber das Phantom war doch mit dem Motorrad unterwegs. Also... Ja, schon. Aber immerhin ist der Typ gestern direkt nach dem Anschlag schon mal hier vorbeigefahren, Karl. Klingt auf jeden Fall verdächtig. Na dann, worauf warten wir noch? Leute, da steht sein Wagen. Psst, ich sehe mich mal im Wald um. Und jetzt schön leise sein, Oskar, hörst du? Steht am Waldrand und beobachtet einen Bauernhof mit dem Fernglas. Finde ich schon merkwürdig. Der Fahrzeugschein lag im Handschuhfach. Unser Mann heißt Paul Herfurth. Er wohnt in Blumenfeld in der Fürstenstraße 22. Herfurth? Der Name sagt mir was. Warte mal. Er kommt zurück. Schnell weg! Und jetzt? Wir wissen, wie er heißt. Und wir haben seine Adresse. Der läuft uns nicht weg. Ich schlage vor, wir schauen uns erstmal auf dem Bauernhof um. Und danach starten wir Herfurth einen Besuch ab. Genau.
Der Viehtransporter, da ist in der Unglücksnacht direkt vor uns gefahren. Vielleicht hat der Fahrer was gesehen, was uns weiterhilft. Wir fragen ihn mal. Das machen wir. Was macht ihr denn da? Entschuldigen Sie, aber gehört Ihnen der Wagen dort? Ja, warum? Sie haben doch sicher von dem Unfall an der Brücke gehört. Ja, sicher. Dieser verrückte Steinewerfer. Ich habe in dem Wagen gesessen. Oh, das tut mir leid. Sie sind in der Nacht direkt vor uns gefahren. Ist Ihnen zufällig was Verdächtiges aufgefallen? Och, weiß nicht. Nein, also aufgefallen ist mir eigentlich nichts. Hey, du bist aber ein schöner Hund. Hey, komm zurück! Was war das? Das sind die gleichen Reifenspuren wie auf der Brücke. Dann muss das Phantom hier gewesen sein. Danke, David. Wenn ich dich nicht hätte. Ach was, das mache ich doch gerne. Dann sehen wir uns morgen zur Physiotherapie? Ja klar, ich hole dich dann so gegen 15 Uhr ab. Oh ja, super. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Und da sind wir schon, Fürstenstraße 22. Nette Gegend. Oh. Ich fasse es nicht. Hey, das ist auch Claudia Herfurt. Jetzt weiß ich auch, woher mir der Name so bekannt vorkam. Claudia ist in der Oberstufe und hat mir mal Nachhilfe in Mathe gegeben. Gabi Glockner? Hey, hallo! Was machst du hier? Komm doch rein! Hallo, Claudia! Na also, klappt doch wie geschmiert. Das ist vor einem Jahr passiert. Ich bin angefahren worden. Halt nicht! Oh, entschuldige. Der ist ja süß. Er heißt Oskar. Und das sind meine Freunde. Tim, Karl und Klößchen. Hallo. 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 Vor Gericht hat der Fahrer damals behauptet, ich wäre ihm vor den Wagen gelaufen. Aber das stimmt gar nicht. Und seitdem... Naja, so langsam gewöhne ich mich an das blöde Ding. Im Gegensatz zu meinem Vater. Der hat sich danach total verändert. Er hat eine Stinkwut auf diesen Autofahrer. Kein Wunder. Sag mal, kommst du auch am Mittwoch zum Rückspiel um die Volleyball-Schulmeisterschaft? Tim spielt mit. Oh ja, ja, das würde ich gerne. Aber geht das denn mit dem Rollstuhl? Kein Problem, das kriegen wir schon hin. Wer doch gelacht. Was macht ihr eigentlich hier in Blumenfeld? Wir haben jemanden besucht. Ach so. Angenommen, der Steinewerfer wollte nicht wahllos irgendein Auto treffen. Was meinst du damit? Vielleicht hatte das Phantom es auf Bauer Weindl abgesehen. Ich meine, der fuhr ja direkt vor uns. Und wie passt Herfurt in die Geschichte? Gute Frage. Keine Ahnung. Das müssen wir rausfinden. Und was schlägst du jetzt vor, Häuptling? Na, was wohl? Wir beschatten Herfurt. Cool. Fahren Sie schon vorbei! Hey, was soll das? Hat Herfurt ein Rad ab? Was macht er denn da? Ah! Oh! Du Schwein! Das ist doch Bauer Weindl da auf dem Traktor. Da ist aber richtig dicke Luft zwischen Weindl und Herfurt. Wir gehen am besten gleich nochmal zu Claudia. Vielleicht kann sie uns genaueres darüber erzählen. Naja, es war Bauer Weindl, der mich damals angefahren hat. Er hatte einen guten Anwalt und vor Gericht gelogen. Am Ende wurde er für nicht schuldig befunden. Ich verstehe. Deshalb hasst dein Vater Bauer Weindl so. Schon, aber das wäre doch kein Grund für meinen Vater, so etwas zu tun.
Nein, er würde keine Steine von einer Brücke werfen und Bauer Weindel in Lebensgefahr bringen. Er hat aber Bauer Weindel vorhin ziemlich rabiat von der Straße gedrängt. Also, ich denke, wir sollten mal mit deinem Vater sprechen. Wo ist er jetzt? Ich glaube, er wollte was besorgen. Er kommt bestimmt gleich wieder. Hier, für dich, Gabi. Ist ein kleines Hobby von mir. Hey, die ist ja wunderschön. Danke. Hey, was soll das? Was machen Sie denn da? Oh! Ach, herrje, ich bin ruiniert. Was ist da los? Keine Ahnung. Irgendwo muss es brennen. Das ist ja schrecklich. Echt? Wo denn? Ich glaube, da hinten. Oh. Kannst du bitte aufmachen? Na klar, mach ich. Hallo. Ist Claudia da? Ich wollte sie nämlich zur Physiotherapie abholen. Weißt du, wo es brennt? Man sieht nichts. Keine Ahnung. Die fahren alle zum See runter. Zum See? Da ist doch der Hof von Bauer Weindel. Na endlich. Herford wurde bereits zum Verhör ins Präsidium gebracht. Er behauptet, mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Aber alle Indizien sprechen dafür, dass er das Phantom ist. Dass er so weit gehen würde, habe ich ja nicht gedacht. Wie meinen Sie das? Wegen Claudia. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann. Ich habe vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt. Ich hatte einfach Angst. Angst um meine kleine Tochter. Anneliese hat vor ein paar Jahren schon ihre Mutter verloren. Wenn ich verurteilt worden wäre, hätte Anneliese völlig allein dagestanden. Und sie wäre in ein Heim gekommen. Es tut mir so leid. Die arme Claudia. Die Lüge hat aber alles noch schlimmer gemacht. Jetzt hilft nur noch die Wahrheit. Sicher wird das Gericht diese Umstände beim Urteil berücksichtigen. Oh, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ach, Süße. Mein schlechtes Gewissen lässt mir sonst ja doch keine Ruhe. Papa! Ach, meine Kleine. Oh. Papst, wir gehen doch mal zu Claudia. Ja, gut. Dann sehen wir uns nachher zu Hause. Ja, klar. Mach's gut. Bis dann. Seht mal, was ich gefunden habe. Das sieht aus wie eins von Claudia. Das habe ich David geschenkt. Was, wenn nicht dein Vater, sondern David das Phantom ist? Aber warum? Naja, er weiß natürlich, dass Bauer Weindel mich angefahren hat, aber... Vielleicht, weil David in dich verliebt ist? Meinst du? Als Zeichen unserer Freundschaft. Ich weiß nicht. Wir sind einfach gute Freunde. Sieht David das auch so? Ich finde, wir sollten erst einmal mit David sprechen. Sagst du uns, wo er wohnt, Claudia? Nicht weit von hier. Im... Felderweg 2. Hier ist es. Mal sehen, ob er da ist. Sieht irgendwie verlassen aus. Tja, Leute. Eins ist schon mal sicher. Das Profil der Reifen stimmt haargenau überein. Dann ist David das Phantom. Kommt, wir sehen in der Garage nach, ob das Motorrad drin steht. Abgeschlossen. Kein Problem. Lass mich mal machen. Kein Motorrad weit und breit. Hoffentlich sind wir nicht doch zu voreilig mit unseren Rückschlüssen. Oh, guck mal hier. Lauter Fotos von Claudia. Und ein Brief. Lass mal sehen. Liebste Claudia, ich schreibe dir heute diesen Brief, weil ich nicht den Mut habe, es dir persönlich zu sagen. Gleich bei unserer ersten Begegnung habe ich mich in dich verliebt. In dein wunderschönes Lächeln, so strahlend wie die Morgensonne. In die Art, wie du deinen Kopf neigst. Das ist ja voll obereklig. Warum denn? Na, dieses Gesülze ist ja klebriger als die klebrigste Schokolade, die ich kenne. Ich finde es echt romantisch. Tim, ich glaube, dann musst du jetzt wohl anfangen, Briefe zu schreiben. Ja, ja, typisch Jungs. Kein Mut, zu euren Gefühlen zu stehen. David ging es wohl ganz genauso. Hat die Briefe nie abgeschickt. Hier, ich habe noch was. Freitags und dienstags W auf Viehmarkt in Markt Insdorf. Was ist W?
Und was für ein Viehmarkt. Weh könnte für Wandel stehen und, Ja, was? Ja, klar, da verkauft er immer seine Hühner. Und die Straße zum Viehmarkt und zurück zum Hof führt unter der Brücke durch. Dienstag? Heute ist Dienstag. Vielleicht will er Wandel heute Abend wieder an der Brücke auflauern. Ihm nach! Los, Leute! David, du magst Claudia doch. Das würde sie nie wollen. Wenn du den Stein wirfst, zerstörst du alles, was zwischen euch ist. Ich weiß, dass du Wandel hast wie die Pest, weil Claudia seinetwegen im Rollstuhl sitzt. Dieser Mistkerl! Aber ich weiß auch, dass Claudia sehr traurig sein wird, wenn du das jetzt tust. Sie hat gesehen, wie sehr der Hass ihren Vater verändert hat. Claudia will nicht noch einen Menschen verlieren, der ihr viel bedeutet. Komm, steh auf. Gut. Ein Glück. Ich bin so froh. Du warst toll, Gabi. Die geborene Psychologin. Herr Wandel, es fällt mir immer noch nicht leicht, aber meine Tochter hat mich davon überzeugt, dass... Ach, Claudia. Wenn ich es nur ungeschehen machen könnte. Sehen Sie, Claudia und ich wollen Ihnen verzeihen. Wirklich? Herford will auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens verzichten und Wandel verzeihen. Claudia konnte ihn davon überzeugen, dass es so am besten für alle Beteiligten ist. Sie will, dass endlich Ruhe einkehrt und alle nach vorne blicken können. Und was passiert mit David? Tja, wenn er Glück hat, kommt er mit einem blauen Auge davon und kriegt nur eine Bewährungsstrafe. Das liegt ganz im Ermessen des Richters. Ja, klar. Oh. Puh, ihr wisst gar nicht, wie dankbar ich euch allen bin. Wer weiß, was ohne eure Hilfe noch alles passiert wäre. Sagt mal, ist heute nicht das Rückspiel um die Meisterschaft? Das hätten wir beinahe verpennt. Wir müssen uns beeilen. In einer Stunde ist schon Abfahrt. Aber heute gewinnt ihr das Spiel, ganz sicher. Tim ist vielleicht der Schnellste von TKKG, aber ich bin der Stärkste. Ich trag sie. Wen? Claudia? Mhm. In den Mannschaftsbus? Das schaffst du nie. Wollen wir wetten? Das sind 80 Kilogramm reine Marzipanmasse. Das wollen wir sehen. Ich bin nicht viel schwerer als Claudia. Du hast dich absichtlich schwerer gemacht. Das ist physikalisch unmöglich, Klößchen.